Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klagenfurt nach Berlin. Träume von Linz an der Donau. Also wir brauchen ja nicht träumen von Linz an der Donau, weil wir sind genau da in unserer neuen Ausgabe. Marco, warst du eigentlich schon mal in Linz? Ich war noch nie in Linz, aber es ist eine wunderschöne Gegend hier. Rund uns ist die Donau. Viele schöne Leute sind auf dem Weg, habe ich schon gesehen. Und jetzt bin ich gespannt, Hansi. Also ich glaube, wir finden auf jeden Fall, also Oberösterreich ist ja auch sehr musikalisch. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und wir suchen Sänger und Sängerin. Auf geht's, gehen wir. Auf geht's. Warten Sie mal, wenn wir so erst einsteigen. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Werner. Der Werner. Und Sie kommen aus Baden-Württemberg? Ja, Stuttgart. Und Sie machen jetzt praktisch Urlaub in Linz, oder wie? Kurzurlaub, ja, bei meinen Freunden. Aha, okay. Und weil wir, also ich darf jetzt sagen, wir singen jetzt, was möchten Sie denn singen? Auf dem Wasser, Grasetase. Auf dem Wasser, Grasetase. Und im Wasser, Kampenfisch. Lieber will ich gar kein Schätzle als ein toter Flederwisch. So ist es. Bravo! Auf dem Wasser graset Hase. Auf dem Wasser graset Hase. Ganz kurz Zeit. Im Wasser Na wirklich. Fisch. Haben Sie kurz Zeit? Und im. Sag es Gott, die Dame, grüß einer. Darf ich mich ganz kurz zu einer dazu sitzen? Ich bin ja ganz nett und ganz brav. Wie heißen Sie die, wenn ich fragen darf? Doris. Die Doris. Also Doris, du singst jetzt für uns, ich singe ein Lied für dich und der Marco begleitet dich. Also meine lieben Zuschauer, jetzt kommt die Doris aus dem Salzkammergut mit Ich sing ein Lied für dich. Ich sing ein Lied für dich und dann hörst du mich. Wir tanzen gehen, ich glaub ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne singen. Verknallt in die. Genau, und Hansi hat sich auch verknallt in die, glaube ich. Oder? Ja, voll. Ich bleibe noch ein bisschen sitzen. Wir bleiben noch ein bisschen wieder da. Jetzt ist 10 vor. Aber Doris, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war echt toll. Also die Doris war bis heute die Beste. War zwar die erste, aber die Beste. Sicher, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Geht's, mein ganzes Kind kann es schon. Ah, ja, ein Bus. Ja, scheiße, auf dem Bus. Ciao. Aber du hast kurz Zeit. Ah, du fährst mit denen. Ach so, ja dann. Junger Mann, darf ich ganz kurz stören beim Fotografieren? Wie geht's Ihnen denn? Schlecht. Sind Sie Fotograf oder Hobby? Oder Nein, Hobby. Hobby. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein herrliches Panorama da, oder? Ja, schon. Und wie heißen Sie? Sie sind da? Manfred. Der Manfred. Was hört der Manfred denn für Musik? Alles. Was heißt alles? So Volksmusik, Schlager auch? Verschlagerte Musik nicht. Verschlagerte, also was heißt verschlagerte Musik? Also Schrumm, Schrumm. Okay, die Schrumm, Schrumm. Also wir machen ja ehrliche Musik. Also das ist eine steirische Harmonika. Das weiß ich. Und der Marco, der ist ein hervorragender Spieler. Was kennen Sie denn jetzt so auf Anhieb für Volksmusik-Lied? Also der Manfred ist nicht nur ein hervorragender Fotograf, er ist auch ein hervorragender Sänger. Und wir freuen uns jetzt alle gemeinsam, dass der Manfred jetzt singt. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Juhu. Bravo, also Manfred, das war Weltklasse. Also, haben Sie einen Applaus für Manfred, bitte? Ja, gewaltig. So ein Tag, der dürfte guten Tag, grüß euch. Habt ihr ganz kurz Zeit? Keine Zeit. Oh, das ist nicht gut. Nicht ganz kurz Zeit für mich. Ganz kurz. Sie macht das. Wie heißt denn Sie? Wie heißt denn Sie? Kathi. Kathi, bleib bitte stehen. Kathi, du kannst was gewinnen. Kathi, bleib ganz kurz stehen. Ja, genau. Genau. Kathi, sing für uns. Weil die Kathi wollte nicht, gell? Weil sie haben aber einen lieben Hund. Was ist das genau für einer? Ein griechischer Straßenköter. Ein griechischer Straßenköter? Heißt das so? Ja, genau, heißt so. Okay, aber der ist voll lieb. Ja. Voll lieb. Unser Kameramann schnuppert auch gut ab. Wie heißt der? Paula. Sie heißt Paula? Ja.
Ganz kurze Frage, wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Ursprünglich aus Rohrbach. Rohrbach ist wo? Mühlviertel. Ah, Mühlviertel, aber über Oberösterreich, oder? Ja. Und was hörst du, darf ich du sagen? Ja. Was hörst du für Musik? Was ich für Musik höre? Von Stoner Rock bis Hardcore, unterschiedliches. Volksmusik? Selten. Selten, aber kennst du was Volksmusik? Eher so Austropop-Sachen. Was zum Beispiel? STS, ja. Und die Seher? Kenne ich auch, ja. Kannst du von die Seher was singen? Mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Oder irgendwie, die Paula schafft es hundertprozentig. Nein, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Fiona, ich habe noch gar nicht gefunden. Ja. Was ist die Paula? Ich kenne nur die Paula. Paula, bist du da? Ja. Meine ich, so liebe ich. Die Fiona aber. So, und jetzt singen wir Großvater. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, weiter kann ich den Text nicht. Ah, das war schon gut. Ja. Fiona, vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte. Paula, servus. Ciao. Junger Mann, habe ich die Ehre. Grüß dich, wie geht's? Gut geht's, danke. Wo kommst du her? Ich komme gerade von der Arbeit. Und du kommst aus Oberösterreich? Ich komme aus Oberösterreich, genau. Bist du ein Linzer? Gebürtiger Linzer, aber aufgewachsen in Engelwitzdorf. Und was hört so ein Linzer wie du, was hört er für Musik? Alles Mögliche. Was heißt alles Mögliche? Quer durch die Bank. Also von Anfang von Rock bis Pop bis... Volksmusik, genauso. Echt, was hörst du so? Was sind so eine Interpreten, was du so, was am liebsten hörst? Ja, ich muss da jetzt aus der Vergangenheit sprechen, weil ich volksmusikmäßig aufgewachsen bin, Schlager genauso. Und da kenne ich noch die Ziller-Dollar-Schürzengeher, glaube ich. Kennst du Sera Madre? Habe ich schon mal gehört, ja. Das ist Sera Madre, ja, so, ja. Kennst du, oder? Und möchtest du deiner Freundin noch irgendwas sagen, bevor du für sie Sera Madre singst? Ja, das... Lena, ich hab dich voll gern. Du bist mein Ein und Alles. Und für die singe ich das jetzt. Lena, du hast eh, der Philipp ist echt ein guter. Annalena. Also Annalena, er singt jetzt für die Sera Madre del Sur. Also auf geht Philipp. Einfach Sera Madre. Die Sera Madre del Sur. Sera Madre del Sur. Jetzt die Steigerung. Nicht so easy. Das war aber gut, Philipp. Super gesungen. Also Annalena, der liebt dich wirklich. Der liebt dich wirklich. Philipp, das hast du klasse gemacht. Philipp, danke schön fürs Mitmachen. Die Dame, grüß Sie. Kennen Sie das Lied, das was er gerade spielt? Wie heißt das? Das ist ja ganz, also da waren sie noch gar nicht auf der Weg, glaube ich, das Lied, das mir jetzt aufgekommen ist. Das ist ungefähr schon mindestens 30 Jahre alt. Das heißt nämlich, ich sage Dankeschön mit roten Rosen. Genau. Haben Sie es schon mal gehört? Ja. Kann. Zu der Zeit. Echt? Ey, ich bin immer so schlecht beim Schätzen mit Alter. Und Sigrid, also wenn jetzt wir zusammen mit dir also sag Dankeschön mit roten Rosen singen würden. Und ich laufe dann danach da hinten in das Feld rein und ich zupfe dann nur Rosen. Was darfst du da sagen dazu? Super. Dann machen wir das, oder? Sag Dankeschön mit roten Rosen zu deiner Frau. So ab und zu einmal. Jetzt wieder. Sag Dankeschön mit roten Rosen. Sie wird's verstehen. Du wirst schon sehen. Sege, das hast du Weltklasse gemacht, das sage ich dir. Gott, gestern, haben Sie ganz kurz Zeit, junger Mann? Servus, Entschuldigung, wir sind von Sport und Fitness. Du wirst schon sehen. Ah. Hast du schon mal nachgedacht? Irgendwie finden wir heute keinen, aber ich bin mir sicher, dass wir noch den einen oder anderen finden werden, der sich mit uns unterhält. Vielleicht zum Beispiel. Guten Abend, grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Sie ist deine gute Fee, Tag ein, Tag aus.
Kinder groß. Jungs, und okay. Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Wo kommt ihr her? Aus Syrien. Könnt ihr ein Lied singen? Singing. Ein Lied singen? Nein, ich kann nicht sprechen Deutsch. Aber singen? Singen? Nein. One song? Nein. Nein, ciao. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir unseren heutigen Stargast hier bei uns von Klagenfurt nach Berlin und jetzt haben wir eine junge Dame bei uns aus Salzburg, nämlich die Julia Buchner. Grüß euch. Julia, wie geht's dir? Alles bestens, bitte. Fast wie Sommer, Sonne, Strand und Meer, oder? Und zwei hübsche Männer. Mein Gott, da werden wir ganz rot, wir zwei. Verlegen, ja. Julia, du bist ja zurzeit sehr viel unterwegs. Du warst in unglaublich vielen Fernsehsendungen, immer wieder sonntags, Stargast am Starnacht am Wörthersee und so weiter. Wann hat eigentlich das Ganze begonnen, dass du mit der Musik so angefangen hast? Wann ist es losgegangen bei dir? Also beruflich mache ich das jetzt ungefähr seit 2,5, 3 Jahren. Wobei so das Singen und die Bühne oder meine kleine Bühne war damals nur die Kirche. Warum die Kirche? Weil ich viel in der Kirche gesungen habe. Aus dem Kirchenchor? Nein, im Kirchenchor nicht. Habe ich für Hochzeiten gesungen mit meiner Schwester. Okay. Und daheim habe ich extrem viel musiziert, also war das immer, ja, hat das immer schon dazugehört. Und dein Papa macht auch Musik, oder? Ja, meine Mama und mein Papa machen das rein hobbymäßig und meine Schwester. Okay. Also bei uns ist einfach immer viel musiziert worden und gern musiziert worden und mit viel Freude, aber nicht beruflich. Und wie ist eigentlich dann der Schritt gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt Schlagersängerin werden? Ah, ich war auf einem Gabalier-Konzert. Das ist jetzt eine kitschige Geschichte. Okay. Ich war auf einem Andreas Gabalier-Konzert. Ja! Auf einem Andreas Gabalier-Konzert war ich damals mit einem sehr guten Freund von mir, der hat da fotografiert, Live-Fotos gemacht. Und dann habe ich da ein bisschen hineingeschnuppert und ich wollte immer Sängerin werden. Aber das war irgendwie so ein Beruf, der ganz weit weg war und so unrealistisch oder so unnahbar für mich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, der singt auch, ich kann auch bis ein Singer, probieren wir halt einmal. Und dann habe ich irgendwie, ja, habe ich meine Songs an einen sehr renommierten Musikverleger geschickt und dann ist das irgendwie alles so ins Laufen gekommen. Ja. Und mit was hat das denn angefangen? Also du bist dann praktisch, weil Sängerin möchten ja viele werden. Und wie, hast du das dann einfach, wo hat es dann angefangen, die ganze Sache? Ja, der hat sich meine Sachen dann angehört und hat dann gesagt, hey, du bist gar ein Kind, du machst es eigentlich recht gut. Ja, Dirndl, das ist gar nicht so schlecht, was du da machst. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann ist es ja schon losgegangen. Das ist dann Schritt für Schritt. Dann wurde mein erstes Album produziert, vorher natürlich eben einige Probesongs und so, Demo-Aufnahmen. Und dann ist das Schritt für Schritt gegangen. Also das ist dann vom anderen ins nächste und ja. Wie sich immer so alles entwickelt im Leben, gell? Ja. Und du warst einmal ein Herz für Österreich, hat das, glaube ich, damals geheißen. Herz von Österreich. Herz von Österreich. Und da hast du, was hast du für einen Platz gemacht? Den vierten. Den vierten? Ja. Okay. Ja, normalerweise, du hast ja was anderes gelernt. Mit Kindern, glaube ich, oder? Genau, ich bin Kindergarten-Tante, Pädagogin. Tante, darf ich überhaupt Tante nur sagen? Ja, bei mir darf man alles. Bitte, früher waren es die Tanten, oder? Ich meine, klar ist das jetzt nicht mehr, das ist jetzt sehr verpönt, das ist wir sind auch Pädagoginnen, das passt ja. Okay. Aber ältere Leute oder die Kinder verstehen nicht, warum man jetzt Pädagogin sagen soll und nicht mehr Tante sagen darf. Das hört sich irgendwie, glaube ich, deppert, wie man sagt, so hey, Pädagogin. Nein, die Kinder sagen jetzt mittlerweile nur einen Vornamen. Okay. Aber, ja. Und die hören wahrscheinlich fleißig deine Lieder, oder? Ja, am Anfang wollte ich das gar nicht. Ich habe mir geschaut, dass ich das ein bisschen trenne oder dass ich da im Kindergarten nicht so viel Aufruhr um das mache. Aber mittlerweile hat sich das halt so ergeben. Dank meines sehr unbeschrifteten Autos. Mein Auto ist beschriftet mit mir. Jetzt mittlerweile haben das alle ein bisschen mitgekriegt, was ich so mache. Und ja, da reden mir halt dann schon die ein oder anderen Eltern auch drauf an. Und die Kinder kennen die Songs. Also werden sie es zu Hause hören. Ja, das ist sehr cool. Sehr cool. Ja, und apropos Song, Julia, du hast ja vor 2 Wochen einen Hammer-Titel auf den Markt gebracht. Für immer und jetzt. Wie ist es zu dem Titel gekommen? Ja, der Song ist absolut mein Lieblingssong. Mhm. Ich bin echt mega, mega stolz drauf. Ich bin mega stolz drauf, dass Harrison Ford diesen Titel produziert haben. Mhm. Den Song gibt es eigentlich schon ein Jahr. Der ist entstanden beim Rudi Schädler Summit im Lechtal in Steg. Mhm. Und da wurde der geschrieben, damals nicht für mich, aber wir haben sie haben mir mehr oder weniger jetzt den Titel
ich sage immer, geschenkt, weil es ist ein super cooler Titel und ich bin super stolz drauf. Und ja, jetzt heißt es für immer und jetzt Gas geben. So ist es. Ja, auf den Titel kann man richtig stolz sein und du hast ja ein tolles Musikvideo dazu gedreht. Meer, Sonne, Strand. Ja. Und ein Mann ist auch dabei. Und jetzt der Hansi, der war heute den ganzen Vormittag schon sehr lästig. Und dem brennt eine Frage unter den Nägeln. Wer ist dieser Typ in dem Video? Ist das dein Freund oder ist Julia Buchner Single? Ich habe nicht gefragt, wer der Typ ist. Also dieser Typ ist ein Polizist aus Mallorca. Hansi, jetzt weißt du es. Eigentlich ist er ein Model aus Mallorca, aber der Hansi kann ja mithalten. Kann auch mithalten, nächstes Mal nehme ich einen Hansi mit. Genau, genau. Was ist eigentlich mit dir? Super netter Typ. Und ja, Single oder nicht Single, weißt du, wie das so läuft. Mhm. Oder? So ist es, ja. Also, ich glaube, der Marco wird fragen, ob du Single bist oder nicht. Jetzt hat es nicht so geschafft, ich. Ja. Ganz ehrlich. Immer wollen sie alles wissen. Man muss nicht eben alles wissen, das ist ja schon richtig so, ja. Und wie ist das jetzt bei den Auftritten? Du hast ja damals bei Immer wieder Sonntag letztes Jahr, wo wir uns gesehen haben, hast deine Eltern mitgehabt. Fahren die immer zu jedem Auftritt mit oder hast du da einen Begleiter oder wie ist das so, wenn man da als Frau alleine unterwegs ist? Also mein Papa fährt immer mit mir mit, die Mama, wo uns passt, und mein Papa bin ich schon echt froh, dass der mit mir auf dem Weg ist, weil, wie du sagst, als Frau ist das nicht immer so ganz einfach, oder was heißt einfach, aber es ist nett, wenn man wen mit hat, dem man vertrauen kann und ja, der einfach mit einem mit ist, das passt. Was steht eigentlich so alles im Jahr 2017 noch so an bei dir? Ach, das steht immer ein bisschen in den Sternen, aber einiges weiß ich zum Glück schon. Ich bin heuer bei einem mega coolen Event am Flumserberg dabei mit der Vanessa May. Beatrice Egli. In der Schweiz, oder? Ja, genau. Da freue ich mich schon recht. Jetzt, ja, und es ist auch einige Veranstaltungen in Oberösterreich. Salzburg jetzt auch einiges in Deutschland, so viele Schlagernächte. Und ja, so kämpfe ich mich halt durch. Also was ich unglaublich cool finde bei dir, ich habe mir deine CD heute angehört. Ja? Ja, natürlich. Brav. Und ich bin total begeistert, weil irgendwie, wenn man sich deine Musik so anhört, es ist kein klassischer Schlager, auch kein Pop-Schlager. Man kann irgendwie auch dazu tanzen. Und also es ist irgendwie schon etwas Einzigartiges, was ich jetzt so noch nie gehört habe. Bist du jetzt da hingegangen und hast gesagt, ich möchte das genauso haben? Oder hat sich das irgendwie dann so ergeben? Ah, das ist immer schwierig. Also ich bin ja eine Musikerin, sage ich mal. Ich spiele Klavier und Gitarre. Und da hat man irgendwie so einen gewissen Sound, wenn ich das jetzt so nennen darf, im Kopf. Und dann braucht man halt nachher noch Leute, die das umsetzen können. Und das ist oft schwierig, gell? Ah, das ist sehr schwierig. Und die haben es auch gar nicht leicht gehabt mit mir. Bist du dann so, dass du sagst, so, hey, ich möchte, wenn du dann das Master kriegst, so, das mal noch geändert werden? Oder bist du dann so, oder? Nein, das war eigentlich das meiste, ist bei uns im Studio produziert, also so passiert, dass man einfach gemeinsam daran gearbeitet hat, dass ich dann gefragt worden bin, was gefällt dir jetzt, was möchtest du noch ein bisschen anders machen. Und ich muss sagen, der Felix Gauder und der Stefan Bösnicker haben mein Album produziert, mein erstes, und die haben das mega top getroffen. Also das hat super perfekt gepasst und sie haben mich mehr oder weniger an die Hand genommen und haben das gemeinsam mit mir gemacht. Cool. Und so ein neues Album steht schon an, oder? Steht immer alles in den Startlöchern. Immer alles in den Startlöchern. Also kann man da jetzt schon die Leute sagen, die Julia Buchner bringt jetzt dieses Jahr nur eine CD raus oder ihr nächstes Jahr. Hoffen wir es, oder? Ja, ich würde schon hoffen. Ich würde mich freuen. Wenn jetzt ja, ich würde mir auch gefallen. Also schauen wir, dass passt. Ja, auf jeden Fall. Aber also wenn einer wissen möchte, was die Julia Buchner immer so macht, bist du wahrscheinlich auf Facebook, oder? Genau, Homepage gibt es auch wahrscheinlich. Facebook, Homepage, alles unter Julia Buchner erreichbar. Also Instagram ja mittlerweile auch, Snapchat. Snapchat, ja, ist kennst cool. Du das noch nicht? Ist hier keine Snapchat. Müssen wir mal snappen, wir zwei. Ja, wir müssen echt mal snappen. Aber das kennen die wenigsten Snapchat. So, wann hast du Snapchat? Seit meiner kleinen Cousine, oder klein, die ist 18, und die hat mich da eingelernt in Snapchat. Ja, und da bin ich überall vertreten. Und ja, ich bemühe mich, dass ich immer jeden antworte und schaue, dass ich viel Zeit oder die Zeit ist ja mittlerweile online, mit meinen Fans verbringe. Das passiert ja jetzt so, die Kommunikation, und ja, ich bemühe mich. Aber was ich mega cool finde, und ich möchte mich da immer wieder mal bedanken, ich kriege so viele Fanbriefe. Das finde ich echt cool. So richtig handgeschrieben? Ja, Brief. Das, also am Anfang habe ich das. Schreibt überhaupt, kann überhaupt nur noch so, ich schicke dir die. Die sind so cool. Das ist so was Tolles, wenn jemand einen richtig schönen Brief schreibt, und da freue ich mich echt fast immer am meisten. Und ich schreibe dann auch zurück.
Aber heutzutage sitzt sie echt, glaube ich, fast keiner mehr hin und schreibt echt mal was mit der Hand. So was ist dann schon was Besonderes. Deshalb bin ich stolz, solche Fans ja, zu haben. Ich habe schon lange keinen handgeschriebenen Brief. Ich schreibe da mal an. Schreibst du mal an? Ja. Das hat mich echt gefreut. Aber was mich mal interessiert, also dein Papa ist ja, und du hast ja gesagt, dein Papa ist immer dabei bei den Auftritten. Ja. Und ihr, also gibt es da so nie so Streitereien oder so, wenn man so oft unterwegs ist einfach und immer so, also so viel Zeit miteinander verbringt, oder ist da immer alles cool? Glaubst du an Sternzeichen? Ja. Ja. Ich bin Witter und mein Papa ist Fisch. Und was weiß es dann? Dass ich mit dem Kopf durch die Wand gehe und mein Papa der ausgeglichene Pol ist. Okay. Also praktisch, du bist praktisch die, die was Gas gibt und ich halte dich wieder runter. Oder genau. So kann man das verstehen. Ja, so ja, kann man es cool verstehen. Nein, klar. So richtige Reibereien gibt es nicht, weil wenn es mich was nervt, dann rede ich einfach nichts mehr und der Papa und fahren wir mal mit dem Auto und dann redet noch mal keiner was. Aber das gibt es ganz selten, also das passiert echt fast nie. Ja, ohne Streiterei war es auch langweilig. Gell, das war voll fad. Ja, das war voll fad. Das passt. Sag ich auch. Ja, zur aktuellen CD, die gibt es ja, also die aktuelle Single haben wir ja schon angehört, mit deinem coolen Video mit dem Polizisten da. Ja. Jetzt weiß ich endlich, wer das war, gell? Nein, auf jeden Fall. Zur aktuellen CD nochmal zurück. Ich habe mir das ein bisschen durchgeschaut, da ist zum Beispiel ein Titel drauf, Mein Herz schlägt Schlager. Der ist ja von der Vanessa Mai, oder? Stimmt. Und du hast den... Ich habe ihn nicht geklaut. Nein, nicht geklaut, gecovert. Geklaut. Ich habe ihn gecovert, ja, das stimmt. Ja, ich habe den Titel covern dürfen, weil er eben unter anderem im gleichen Musikverlag ist wie ich. Und somit hat sich das gut ergeben. Und Mein Herz schlägt Schlager. Eure Herzen sollen Schlager schlagen. Und Julia Buchner. Ja. Wie ist das bei dir, wenn du so live spielst? Was hast du für Programm? Spielst du nur eigene Titel oder coverst du dann auch gewisse Hits von anderen? Oder wie machst du das? Ich spiele nur eigene Titel. Ja, und Mein Herz schlägt Schlager, aber da gehört ja auch live ein bisschen mehr. Nein, ich cover gar nichts. Also ich mache wirklich nur eigene Songs, baue mein Klavier live auch ein. Super, ja. Ja, und schaue, dass ich halt sehr vielseitig das mache, aber ich will meine eigenen Songs machen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil ich sage mal, mit einem bekannten Titel zu covern und da Stimmung zu erzeugen, das ist kann gleich mal jemand. Aber ich sage immer, mit den eigenen Titeln die Leute zu begeistern, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Und wenn man das natürlich so probiert wie du, ist das, glaube ich, kommt das ganz gut an bei den Leuten, oder? Ja, das ist halt, ich finde auch, ja, das schätzen die Leute extrem. Also ich finde, prinzipiell soll jeder den Weg gehen, den er gehen möchte musikalisch. Mein Weg ist nicht das Covern, mein Weg ist meine eigene Musik. Und, aber ich merke schon, dass die Leute das extrem schätzen. Und was mir halt mittlerweile viel Spaß macht, dass die Leute die Songs aus dem Radio kennen. Mhm. Oder mir fällt das bei Live-Auftritten auf, die Leute singen mit, somit weiß ich, okay, ich bin am richtigen Weg hoffentlich. Mhm. Die Leute kennen die Songs und dann tut man sich schon ein bisschen leichter. Du hast ja die letzten 3 Jahre, kann man sagen, wirklich einen sensationellen Start hingelegt. In der kurzen Zeit so viel geschafft, auch fernsehpräsenzmäßig und so weiter. Wie haltest du dich fit? Was machst du für einen Sport oder was hast du für Hobbys? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, also ich gehe gerne laufen. Bin siehst viel mit Freunden unterwegs, bin wahnsinnig gern daheim. Also ich gehe gern eine Runde spazieren, bin gern bei meiner Mama und bei meinem Papa und bei meiner Schwester daheim. Klingt zwar kitschig, ist aber so. Also bist du ein richtiges Bergeskind sozusagen? Ich bin ein Bergkind, ja. Wobei ich dann auch wieder gern irgendwo weiter wegfahre in Urlaub und so, das mache ich schon auch gern, aber am liebsten bin ich einfach Somali daheim. Ja, Party. Den kenne ich. Ja, genau. Warst du schon mehr auf dem Ballermann? Ja, war ich schon mal. Hast du mir angeschaut? Ja. Ich habe da letzte Woche halb im Opening halb im Ballermann gespielt. Das ist echt. Das, war das mal was für dich, dass du mal so im Bierkönig spielen darfst? Oder ich, beziehungsweise am Ballermann? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Prinzipiell sage ich, sag niemals nie. Das mache ich nicht mehr, als ich sage. Ich sage nichts, was ich nie machen werde. Aber derzeit kommt es für mich nicht so in Frage, weil ich finde, dass ich auch nicht die Songs da noch habe. Also vielleicht für immer und jetzt lasst sie live einbauen. Am Ballermann ist aber jetzt auch nicht so der typische Ballermann-Sound oder der Ballermann-Song. Und ja, aber ich sehe nie einen Song. Aber ich glaube, am Ballermann glaube ich, dass du jetzt nicht so hinpassen. Nein, das glaube ich auch. Also so ein liebes Dirndl am Ballermann, das... Ah, schlimmer, ha? Nein, ich bin jetzt auch keine typische Ballermann-Künstlerin. Ich möchte schon Musik machen, weil das mein Leben ist und Musik aus Leidenschaft. Und das machen die bestimmt auch, aber die verfolgen ein anderes Ziel. Und ich habe mega Respekt vor jedem Künstler, der was dort unten auftritt. Nur mein Weg ist es nicht. Ja, ist ja ein Wort. Ja.
Aber man darf trotzdem nie nie sagen. niemals nie. Sag niemals nie. Julia, wir bedanken uns echt herzlich, dass du dabei warst. Wir sind sehr stolz, dass du heute dabei warst bei unserer Sendung. Mhm. Du warst die erste Dame, die was bei uns dabei war. Cool. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt für Sendung? Fünfte, oder? Die fünfte oder sechste ist es heute. Ja. Also wir sind unglaublich stolz. Auch noch so ein Festchen. Und ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Schön, dass du dabei warst. Liebe Zuschauer, wir sagen auch ganz recht herzlich danke bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn wir Sie demnächst wieder begrüßen dürfen bei unserer Sendung von Klagenfurt nach Berlin. Also macht es gut. Habe die Ehre. Servus. Servus. Tschüss.